Seit wann hat Europa den Schlaf verloren? Wann hat Europa angefangen aufzuhorchen? Seit wann ist Europa besorgt und von Abträumen geplagt? Es gibt weniger Schlaf heutzutage in der Welt. Höre die Stimme von Stefan Zweig. Identität? Taglich oder untaglich, das war's. Nationalität? Alliierter oder Feind, nicht anderes. Beruf? Soldat oder Arbeiter, das wird reichen. Eine neue Epoche bereitet sich vor und sie verachtet Familienväter, Brüder, Geliebte. Sie verachtet die Gefühle, die Taschentücher und die Versprecher, schnell zurückzukommen. Lorsque les régiments montent au front et on n'en revient pas de voir passer ton fils, si jeune, tous, si beau dans cette nuit de départ, cela continue avec la mitraille. Oh oui, la mitraille. Il fallait bien qu'on en arrive là. Planter des croix sur ces champs immenses. Plus, toujours plus. Planter des croix, poser des plaques, ériger des statues. Mort pour la France, champ d'honneur, gloire de la patrie. Et tout cela. Des listes infinies de noms. Il en faudra des statues, des monuments, des minutes de silence pour rendre hommage à ceux qu'on a sacrifiés. Listas infinitas de nomes. Vai precisar estátuas, monumentos, minutos de silêncio para fazer uma homenagem àqueles que temos sacrificado. В палатках полевых госпиталей ручьем течет кровь. Течет отовсюду, сочится. Проскальзываем мимо мяса, настолько его много. Мы не тратим даже время, чтобы мыть после каждого тела. Мы обучаем как можно быстрее. Раздаются крики в запахах сгоревшего мяса, прежде чем потерять сознание или умереть. Dans les tentes d'infirmerie, ça pisse le sang. Ça coule de partout. Ça suinte. On glisse dans la bidoche tellement y en a. On n'en prend même plus le temps de nettoyer entre deux corps. On ampute aussi vite que possible. Ça gueule dans des odeurs de chair brûlée, avant de s'évanouir ou de mourir. Was bleibt nach vier Jahren des Leidens? Knochen auf den Ackerböden, Waffen, die vor sich hinrosten. Rudyard Kipling weiterhin auf der Suche nach seinem Sohn um Los herum. Was bleibt noch? Entstellte Soldaten, verrissene Seelen, einen Waffenstillstand zu unterschreiben. Und die Feuerfresser, die zurückkommen, weil sie nie genug davon haben. Everything is going so fast. History never waits for you to be ready. After this First World War, Europe should have healed its wounds within 20 or 30 years. A decade of silence, dedicated simply to the remembrance of the dead and the reconstruction. But the fever has come. Europe is tired and still isn't sleeping.